Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Mikrocontroller-Kurses. Der Kaffeeautomat, den wir in den letzten Folgen programmiert haben, funktioniert ja schon soweit ganz gut. Das heißt, die Geldverwaltung, das Einwerfen von Münzen und das Ordern von Kaffee funktioniert schon ganz gut. Was ich heute zeigen möchte, ist, wie man auch die ansonsten sonstige Anzeige beim Brühen des Kaffees verbessern kann. Ist ja häufig so, dass man, wenn man einen Kaffee an so einem Automaten zieht, nicht nur das Brühen des Kaffees hört, also rein akustisch, sondern letztendlich auch so eine Anzeige bekommt, indem man den Fortlauf des Kaffeebrühens sehen kann. Ich zeige mal an der Umgebung, was ich damit meine. Häufig sind bei solchen Kaffeeautomaten so LEDs angebracht oder man macht das über eine LCD-Anzeige, wo dann letztendlich die so ein Balken immer weiter wächst. Das heißt, zunächst einmal hat man leuchtet eine LED und dann anschließend leuchten zwei LEDs und so hat man dann quasi so eine Art Fortschrittsanzeige. Das kann man so programmieren, indem man sagt, ich nehme hier meine 1 und schiebe die um ein Bit nach links und addiere anschließend wieder eine 1 dazu. Im nächsten Schritt schiebe ich wieder die beiden Bits nach links, sodass er so aussieht und dann addiere ich wieder eine 1 dazu. Im nächsten Schritt wieder und addiere wieder 1 dazu. Gut, sowas kann man folgendermaßen programmieren. Ich gehe mal in den Compiler. Das heißt, wir brauchen zunächst einmal einen Port, den wir dafür auswählen. Ich nehme den Port 1 und schreibe da zunächst einmal eine 1 rein, die ich anschließend dann verschieben kann und dann brauche ich noch eine Variable, die nenne ich mal Anzeige, ist vom Typ Character und mit der möchte ich dann gleich arbeiten. Okay, ich gehe nun mal in das in die While-Schleife und kann dort entsprechend folgendermaßen machen. Ich speichere erst einmal meinen Zustand meines Port 1 ab in die Variable Anzeige. So, und jetzt möchte ich, wie ich eben gezeigt habe, das Bit um 1 nach links verschieben. Das heißt, ich verschiebe das Bit um 1. Anschließend fülle ich das letzte frei gewordene Bit um 1 auf. Das heißt, ich schreibe in das rechte Bit eine 1 ein, addiere 1 dazu. Und anschließend kann ich P1 dann wieder mit dem neu berechneten Wert belegen. So, um das Ganze mal anschauen zu können, warte ich mir mal, Getcha, warte ich hier mal auf eine Tastatureingabe, was sonst zu schnell gehen würde. Kompiliere das Ganze mal. 48 Anzeige. Ja, da hat er natürlich recht. Wenn ich mein Byte um ein Bit nach links verschiebe, habe ich da dadurch noch nicht viel erreicht. Ich muss natürlich das Ergebnis abspeichern. Okay. So, schieben wir das Ganze mal auf den Simulator. Und starten das Programm. Er ist direkt, wenn man sich das mal anschaut, hat P gleich 1 gesetzt und hat den ersten Vorgang schon mal gemacht. Das heißt, er hat die Anzeige um ein Bit nach links verschoben und hat dann letztendlich dieses letzte Bit inkrementiert, sodass nach einem Schritt bereits eine 2 in meinem Port P1 steht. So, jetzt wartet er gerade auf die Tastatureingabe. Das mache ich mal. Und jetzt macht er das gleiche. Er hat also die beiden Bits verschoben um 1 und rechts wieder 1 dazu addiert. Wenn ich das nochmal mache, dann schiebt er diese 3 Bits nach links, sodass diese 3, 1, 2, 3 Bits gesetzt sind. Und das letzte Bit wird dann wieder inkrementiert oder das Byte wird inkrementiert, sodass das letzte Bit gesetzt wird und so weiter.
So, was auffällt, wenn dieses Byte dann komplett gesetzt ist, dann bleibt es auch gesetzt, auch wenn ich weitere Eingaben mache. Und was aber passieren soll, das Byte soll wieder gelöscht werden, sodass wieder die Anzeige wieder von neuem beginnt zu wachsen. Das kann man folgendermaßen machen, indem man, wenn dieses Byte wirklich komplett gesetzt ist, dass man dann wieder das Byte zurück auf 1 setzt. Das mache ich mal. Ich gehe mal wieder zurück in den Compiler und kann hier am Ende einfach sagen, okay, wenn denn tatsächlich alle Bits gesetzt sind, das heißt if P1 gleich 0xFF, dann soll er einfach P1 wieder auf 1 setzen und das Ganze geht von vorne los. Kompiliere das Ganze mal und schicke es wieder auf den Emulator und dann starte ich das Programm und jedes Mal, wenn ich einen Return gebe, dann kommt ein neues Bit dazu und wenn es voll ist, dann geht es wieder von vorne los. So. Okay. Jetzt nehme ich das Getcher mal raus, weil es gibt ja niemanden an der Anzeige, der laufend auf irgendeine Taste drückt und Return gibt, sodass die Anzeige weitergeht. Das soll alles automatisch weiterlaufen. Und kompiliere das Ganze mal. Und dann werde ich sehen, dass das viel zu schnell läuft. So, was wir jetzt machen müssen, wir müssen gucken, dass wir diese Anzeige auf ein erträgliches Tempo reduzieren. Und das kann man machen, indem man eine Warteschleife einbaut. So, wir möchten unsere Schleife jetzt ein wenig abbremsen, indem wir halt Wartezeiten einbauen. Das machen wir am besten in einer Funktion. Diese Funktion, die rufen wir jetzt jeweils auf, nachdem wir unsere Anzeige aktualisiert haben. Die Funktion soll einfach nur Wait heißen und die bauen wir hier ein. Okay, wir deklarieren oben die Funktion einmal, damit wir sie unten weiter definieren können. Das heißt, diese Funktion gibt nichts zurück, heißt Wait und bekommt auch keine Argumente mitgeliefert. Und jetzt gucken wir uns mal an, was in der Funktion passieren soll, beziehungsweise wie wir das realisieren können. Und wie ich schon sagte, das kann man mit Schleifen machen. Wir haben bereits eine Schleife kennengelernt und das ist hier diese Schleife, die While-Schleife. Das ist die Schleife, die laufend durchlaufen wird, weil das Programm ja anschließend nicht beendet werden kann. Und wenn wir keine Endlosschleife hier hätten, dann würde das Programm hier spätestens an dem Punkt aussteigen. Und würde normalerweise bei einem PC-Programm das Betriebssystem wieder aufrufen oder zum Betriebssystem zurückkehren. Aber weil wir auf dem Mikrocontroller kein Betriebssystem haben, dürfen wir unser Hauptprogramm nie verlassen. Und deswegen haben wir eine While-Schleife eingebaut. Wenn man sich die While-Schleife mal anguckt, dann sieht man am Anfang dieses Schlüsselwort While und dann hier als Argument eine 1. Was man daran schon sehen kann, ist, dass diese Schleife so lange ausgeführt wird, wie hier oben ein Wert 1 steht. Ein Wert ungleich 0 muss das sein. Also man könnte auch eine 5 da reinschreiben. Also es muss ein Wert ungleich 0 sein und das ist dann die Abbruchbedingung. Das heißt, wenn hier ein Wert gleich 0 drinstehen würde, dann würde die While-Schleife auch verlassen werden. Bei dieser While-Schleife möchten wir nicht, dass die While-Schleife verlassen wird. Bei unserem Wait-Programm, da möchten wir das. Und das können wir folgendermaßen machen. Wir definieren also unser Programm, das heißt Wait und bekommt keine Argumente. Und so. Und in diesem Programm möchten wir einfach nichts anderes machen als warten. Und zwar können wir sagen, okay, while. Und hier haben wir dann eine Abbruchbedingung. Beispielsweise könnten wir eine Variable nehmen und diese Variable bis, ich sag mal, 10.000 warten lassen, zählen lassen. Und dann fragen wir einfach ab, ob diese Variable i,
die wir vielleicht noch definieren müssen, ob die kleiner ist als 10.000. Kleiner gleich 10.000. Das heißt, wir definieren hier oben nochmal unsere Variable i. Wir sagen, okay, i soll vom Typ Integer sein. Int i. Und schreiben direkt einen Wert dort rein. I gleich 0. Und wir gucken in der While-Schleife, die ich hier nochmal öffne und wieder schließe, ob diese Bedingung i kleiner 0, i kleiner 10.000 noch erfüllt ist. Und solange i kleiner 10.000 erfüllt ist, wird letztendlich werden die Befehle hier in der While-Schleife ausgeführt. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass i irgendwann mal größer als 10.000 wird. Und das machen wir so, indem wir einfach da reinschreiben i++. So. Und dann würden wir im Prinzip in jedem Schleifenumlauf i um 1 inkrementieren. Und irgendwann hat i die 10.001 erreicht. Das heißt, beim nächsten Durchlauf würde geguckt, ist i kleiner als 10.000. Und wenn i in der Schleife vorher auf 10.001 gesetzt wurde, dann ist i nicht mehr kleiner als 10.000 oder kleiner gleich 10.000 und die Schleife würde verlassen. Und damit würde dann entsprechend auch diese Funktion wait verlassen. Und wir springen dann zurück in unser Hauptprogramm und laufen dann im Prinzip weiter in dieser While-Schleife. Und jedes Mal nach der Aktualisierung des Ports P1 würde im Prinzip unser Programm Wait, unsere Warteschleife, aufgerufen. Ich probiere das mal aus, ich kompiliere das Ganze mal. Error 10 auf Zeile 72. Mal sehen, was ich falsch gemacht habe. Ich habe hier eine eckige Klammer eingesetzt. Da habe ich mich vertippt. Die muss natürlich geschweift sein. Okay, das funktioniert also. Laden das Ganze auf den Compiler, auf den Emulator und sehen, das ist noch viel zu schnell. Okay. Wir müssen also unseren Endwert erhöhen. Ich würde ihn ganz gerne auf 50.000 erhöhen. Und sehe jetzt aber, okay, ich habe hier oben eine Integer-Variable, die Vorzeichen behaftet ist, definiert. Das heißt, um bis 50 zu kommen, brauche ich ein unsigned int, weil ansonsten ja ein Bit für das Vorzeichen verwendet wird und ich nur bis 32.000 zählen kann und ein paar zerquetschte. Jetzt kann ich bis 65.000 zählen und dann habe ich ja auch die Möglichkeit, bis 50.000 dort abzufragen. Ich kompiliere das Ganze nochmal. So. Ja, und bekomme eine Anzeige, die letztendlich dann auch genau das richtige Tempo hat. Das heißt, solange unser Kaffee gebrüht wird, würde letztendlich laufend dieser Port hin und her wandern.